Moin moin, Tag, Servus und Grüezi. Wir sind's wieder, die zwei Chaoten. Lasko. Mahlzeit. Und Nobody. Hallo. Wie recht du hast. Ja, ja, anders können wir uns nicht beschreiben. Ja, heute gibt's mal bei mir jetzt wieder so eine Go-to-the-Wild-Folge. Ich bin gerade hier unterwegs. Ich glaube, ich will mir diesen Airdrop nicht entgehen lassen. Oh, sehr gut. Und ja, Lasko ist gerade dabei, die Basis zu verschönern und auch nochmal Kisten zu craften, dass wir alles schön verstauen können. Und ich übergebe das Wort. Ja, wie immer, alles gesagt. Bei mir ist es nicht viel spannender wie die letzten zwei Folgen. Wer sortieren mag und ein bisschen Base-Management und Building, der ist hier richtig. Ansonsten schaltet schnell rüber zum Nobody. Naja, wer nicht jetzt das Wandern liebt, der sollte zu Lasko umschalten. Obwohl, ich entdecke hier gerade ein paar kleine Seechen, so eine Seelandschaft, so ist nicht schlecht. Ja, perfekt. Haben auch immer Wasserquelle. Ich glaube, ich bin schon ganz nah bei der Chest. Oh, komm, Wasser, halt mich nicht so auf. So mit Cheated, der kann da durchflügen wie sonst. Was? Lass ihn auch mal. So, dann gehen wir mal hier den Berg hoch, wie im echten Leben. Hier, der Winkel ist ja nicht unrealistisch. Komm, den joggen wir hoch. Was ist das? Wenn du mir jetzt sagst, dass ein Zombie da ankommt, dann Mahlzeit. Ja, es tut weh. Ich weiß, aber... Oh, wieder runterslidet. Schuss in den Rücken, kann entzücken. Und jetzt plumps endlich runter. Ciao. Ich bin so froh, dass du das Action hast und redest, weil ich bin hier höchst konzentriert. Ich sehe die Kiste. Aber diesen Pfad über den Berg finde ich gerade gut gemacht. Ach, da hinten sehen wir so eine Ranger-Hütte oder wie man die auch nennt. Weißt du, dieses Holzhütchen, wo der Klassiker im Wald. Ja, okay. Langsam, nicht Beine brechen. Ganz langsam, Junge, ganz langsam. Gibt's hier noch was abbauen? Irgendwas? Könnte sein. Probieren wir mal. Hauen wir mal drauf. Nee, das ist purer Lehm. So, die Kiste schwebt in der Luft. Nicht schlecht. Ja, wir haben nochmal so eine Treasure, so eine Chicks Challenge. Okay, why not? Miso-Suppe, Large Beef Ration, Cornmehl, Katzenfutter, Peas, Lamb Ration, Chicken Ration, Peas, ein großes Medikit, zwei Tabletten, ein Beaker und einmal Antibiotics. Herrlich. Ja, so kann es weitergehen. Auf jeden Fall. Wo ich schon mal hier bin, gucke ich, gibt's hier noch was Interessantes? So, wir machen hier auch gute Fortschritte. Das ist eigentlich so das ganze Zeug soweit, was wir so hatten. Das Wichtigste jedenfalls haben wir jetzt hier. Eine oder zwei Touren werde ich dann wohl noch machen, aber ansonsten haben wir eigentlich alles mitgenommen, was Wert hat. Oh, hier müsste ein Tier in der Nähe sein. Wenn ich den Counter da sehe, ich laufe in die richtige Richtung, glaube ich. Hoffen wir nur mal, dass es kein Bär ist, kein Nilpferd und kein Wolf. Ja, der Counter bleibt, glaube ich, immer länger stehen. Muss ich mir echt mal anschauen, bin ich gespannt, was das ist. Noch nie gesehen, diesen Countdown und sowas. Ja, der ist links unten quasi. Ja. Wo ist das Tierchen? Ja, guck mal, trübes Wasser haben wir noch so viel. Das ist ein Ressourcenstein. Überlegen wir mal kurz, wo wir kochen.
Lagerfeuer. Ich habe keine Steine, ne? Einstecken, die habe ich bestimmt schon hier reingepackt irgendwo. Natürlich habe ich das. So, Lagerfeuer. Machen wir direkt mal eins fertig. Gut, haben wir da Schmieden. Hier Schmieden. Dann können wir eigentlich hier kochen, ne? Hier ist der Abgang und Aufgang. Ja, wieso nicht? Ja, die Stühle können wir ja auch stehen lassen. Wieso nicht? Lassen einfach so. Ich habe das Gefühl, dass das hier ein Hase sein könnte, weil ich sehe nichts, aber scheint in der Nähe zu sein. Okay. Na gut, ich gehe jetzt nicht auf Hasenjagd. Was Größeres ist willkommen, solange es mich nicht selber fressen will. Das ist. So, erstmal kochen wir hier eine Flasche. Ach so, okay. Flasche Wasser. Sehr gut. So, mal die Axt reparieren, das wäre nicht so verkehrt. Also sollten wir mal Cottonmangel haben oder Clovemangel. Plant Fibers kannst du mir geben, die kann ich dann umcraften in Cotton beziehungsweise in Stoff. Das ist nicht verkehrt. Habe hier so ein Sortierungsproblem. Wo kommt denn das jetzt alles hin? Machen wir mal so. Ah, Messbecher auch, dann weiß ich. Ach, guck mal, einen Grill haben wir auch. Dann packen wir sofort auf unser Lagerfeuerchen hier. Hallo, Zombie. Einmal ausschalten. Das hier sieht aus wie so ein kleiner ausgetrockneter See. Da ist, glaube ich, sogar noch so minimalst Flüssigkeit. Ja. Nicht schlecht gemacht. Wo ist der See? Weit weg? Ach, da, okay. Also hier, wo ich bin, hast du ein paar größere, sehe ich. Also größer ist relativ, sind schon mal nicht so klein. Und dann hast du so ein ausgetrocknetes, kleines Teichlein, nennst du. Ja, ich sehe, hier im Süden der Stadt haben wir auch Wasser, weil ich habe 80 leere Flaschen. Okay, Die werde ich mir dann holen demnächst. Oder ich gebe sie dir, wenn du unterwegs bist oder so. Oh, fängt er schon wieder an. Ihr seid ein bisschen bewegungsfreudiger geworden, liebe Zombies. Das verleitet mich, euch dann halt ein bisschen tiefer anzuvisieren. So. Ja, crawl du schön. Oh, wie sich das Licht gerade verändert, ist schön. Kriegen wir Donnerwetter oder? Das hier beim Wasser, dieser Lichtwechsel war gerade richtig gut. Okay. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Oh, eine Wildsau, komm her. Hoho. Also zwei Headshots haben die nicht gelegt. Ich brauche mindestens zwei Headshots und einen Random-Treffer. Okay. Die Wildsau. Ja. Nicht schlecht. Schießpulver machen wir auch hier erstmal hin. Ich habe keine Ahnung. Papier. Stofffetzen bei den Medis, das passt schon. Röpfbeutel auch. Saatkartoffeln. Kappen. Machen Messing war hier. So. Und go. Ich bin gerade am Überlegen, wann ich gestartet bin. Nein, es ist schon gleich 6:30 und ich habe keine Lust, jetzt die Nacht draußen hier in der Pampa zu verbringen. Verstehe ich nicht. Ja, sonst müsste ich hier meinen Freund der Baum spielen und es mir irgendwo an der Baumspitze gemütlich machen. Amboss packen wir nochmal hier rein. Ne? Ah, Blasebalg, der kommt jetzt da oben als, weißt du, da wo der Amboss reinkommt. Ach so, okay. Da kommt er jetzt. Die Sache ist alles anders. Das ist Wahnsinn.
Cool. Wo habe ich denn jetzt reingemacht? Hier, Ah, ne? ich sehe unsere Lade mal. Base. Ja, oben sind Zombies, pass auf. Müsstest du eventuell Bescheid sagen, wenn du da bist, komme ich mal hoch. Ja. Dann machen wir Ordnung. Viele? Hörst du viel oder? Keine Ahnung, 2, 3. Weiß ich nicht, kann man so schlecht abschätzen. Gut, ich komme auf jeden Fall heiß rein. Ich habe Fleisch bei mir. Hallo. Guck mal, Pfeilspitze aus Eisen kann man schon mal herstellen. Brauchst schon mal keine Steine für Munition. Ups. Gibt schon mal Pfeilspitzen aus Eisen. Hallo, liebe Kinder, Essen auf Rädern ist da. So. Kochgrill, Kochtopf, Amboss. Iron Arrow Slit. Ah, okay. Was macht man also hier? Ja, versteckte Metallverkleidung. Leere Dosennägel. Ach. Soll ich hochkommen? Nö. Um den kümmere Schon mal ich mich weg oder selber. hast du noch was? So. Wir trinken mal einen. Hoho. Müssen wir was essen hier? Essen wir mal sowas hier. Max Stamina 10. So, hier hast du schon mal Fleisch. So. Benutzen. Hast du eine Health, also Medikiste? Ja, unten links beim Essen. Also Okay. ganz links und dann unten links in der Truhe selbst. Gut, dann haben wir einmal gute Antibiotika. Das ist nicht so schlecht. Ein großes Medipack, auch nicht so schlecht. Du hast mitbekommen, dass ich Pfeilspitzen aus Eisen mache, ne? Ja, hast du eben gesagt. Falls du gleich Munition herstellen möchtest. Ja, kann ich machen. Nur ich kann dann leider nicht mehr so viel von machen, weil ich hatte eben schon angefangen, davor Steinpfeile herzustellen. Das ist nicht schlimm. Ein paar Federn habe ich gerade noch gesehen. 17 Federn habe ich noch im Inventar. Die kommen jetzt hier rein. Waren die nicht hier drin oder hast du schon rausgenommen? Hattest mir eben noch Federn gegeben. Ach so. In die Mitte packe ich das hier rein. Da sind die. Was ist denn ein Junk Turret? Muss ich mal gucken. Ausrüsten. Junk Turret. Das ist so ein Geschütz-Turret, also so ein Turm. Nur ich weiß nicht, was da an Geschossen reinkommt. Ja, Da gab es aber auch die das. Frage in der Gruppe, glaube ich, welche Muni Ja, man da richtig. reinpackt. Habe ich auch gelesen. Nur Problem nicht, aber ich verstehe nicht, wie ich den ausrüsten soll. Ich kann Okay. ihn ausrüsten. Also wenn du den anklickst, kannst du den halt ausrüsten. Das verwirrt mich leicht. Tja. Hinstellen, platzieren verstehe ich, aber ausrüsten ist vielleicht auch einfach nur doof übersetzt. Und die meinen halt einfach nur platzieren. So, ich nehme mal jetzt hier oben noch eine Truhe für Leder, weil ich jetzt nicht weiß, wo Leder hin soll. Wo hast du die Spitzen? In der Schmiede noch, die sind noch zugange. Ach so. So, Messinggriff. Haben wir noch was hier? Knochen, Knochen, Ach, da ist Knochen. die Schmiede. Okay, Dachte ich gut. bei Medis. Ja, da war mal ein Klo, aber hab ich weggeschlagen. Das ist das Neue, aber bitte nicht so draufsetzen, wenn der an ist. Könnte brennen. Genau, wenn Kühlung benötigt wird, dann müssen wir halt mal ran. So. Ich kann die nicht craften. Ich hab's gecraftet. Nee, aber Ich hab Pfeilspitzen. ich kann daraus aber keine Pfeile machen. Auch nicht im Inventar. Du musst die in dein Inventar nehmen und Hab ich, dann. hab ich, hab ich. Ich habe ein Hammer-Symbol daneben. Ich muss es wohl noch Dann. lernen. Wahrscheinlich kann das nur ein Schmied. Warte mal. Steinpfeil. Na komm. Eisenpfeil. Ja, ich kann's. Okay, dann muss ich die machen. Alles klar. Dann hast du hier schon mal 100 Stück und meine restlichen Federn. Jawohl. Und ein bisschen Holz. Jawohl. Dann holen wir uns die mal ran. Was habe ich denn da? Achso, hast du mir auch schon gegeben. Okay. Dann können wir jetzt Eisenpfeil. Ja. 31 Stück. Sollen wir noch mal kurz nach oben, schnell noch bis 10 Uhr aufräumen?
ja, wäre eine gute Maßnahme. Hör da was. Muss ja nicht sein, dass die irgendwo... Ah, siehst du, die kriechen nämlich schon in unsere Richtung. Wo ist er? Ach da, der schwebt. Lol. Oh, wenn ihr es zappeln sehen wollt... müsst ihr am besten bei beiden angucken. Der Stun-Button ist ja genau aus zwei Perspektiven. Double Tate. Der Stun-Button ist schon was Schönes. Ich habe Woodframes bei. Perfekt, dann machen wir mal hier das Loch zu. Vielleicht kommen die dann nicht unbedingt immer hier rein. So. Können wir das noch einmal hier zumachen, oder? Genau. Toll. So. Jawohl. Genau. Oh, noch ein Klo. Also, wir haben genug Toiletten. Hätten wir das auch. So, der Zaun ist eh baufällig hier. Ja. Habe ich die Traps zufällig dabei? Ach, schade. Unten. Ich hatte noch so ein paar Stacheln. Die müssten unten sein. Könnten wir ja hier mal an der Hedge auslegen im nächsten Tag. Ja. Ich konnte leider nicht mehr craften. Ja, das hallo, warum hänge ich fest? Nein! Ich hänge hier gerade lol fest. Jetzt geht's. Okay, komisch. Ich kann wieder Eisen nachlegen. Jawohl. Das auch hier rein. Ja, es läuft doch. Ja, sobald man ein bisschen Eisen hat. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt schon Eisen-Tools werkstellen kann. Herstellen kann. Eisenspitzhacke. Ach so, da muss ich meiner 69er für lernen. Wahnsinn, was man jetzt alles braucht. Salvage Operations, Ranch Schematik. Okay, dann muss ich auf jeden Fall das lernen, sonst kriegen wir keine Tools ran. Ich bewundere gerade auch die Animation von der Forge, die Lichteffekte, die sind besser gemacht, finde ich. Vorher ist mir das so zumindest nicht aufgefallen. Hübsch, ne? Ja. Jo. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende einer Folge angekommen. Ja, sehr spannend war es bei mir. Ja, du hast wichtige Arbeit geleistet. Ohne das kommen wir nicht voran. Nee, leider nicht, leider nicht. Deshalb muss auch sein. Ja, meins war auch nicht so spannend. Einfach hier Loot apportieren quasi. Hey, das muss auch gemacht werden. Gut, ihr Lieben, dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Infos, Tipps, Vorschläge habt, immer da lassen. Wir freuen uns immer sehr. Genau, das ist wichtig. Genau, da würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.